So Leute, guten Morgen. Sieht ja so schlimm aus, aber egal, wir haben 12.45 Uhr gefrühstückt und ich habe die Motivation gehabt, jetzt einfach ein bisschen aufzuräumen, beziehungsweise meinen Tisch freizuräumen, um zu lernen und so weiter. Hier ist alles voll. Der Plan ist, das alles irgendwie hier rüber zu bringen. Hier habe ich schon ein bisschen frei gemacht mit Büchern, die ich auf jeden Fall nicht brauche. Ich habe das letztes Jahr, glaube ich, hier so die Idee gehabt, das aufzustellen, einfach die nötigen Bücher und ja, also die ich lesen möchte, jetzt also direkt in nächster Zeit und Lernbücher vor meinen Augen zu haben, damit die das nicht mit allen anderen vermischen. Aber das war keine gute Idee, weil ich habe im Endeffekt nur ein Lehrbuch davon rausgeholt und das stört einfach hier alles drum herum auf meinem Tisch. Klamotten, die zum Verkauf gehen, wie die neue Tasche hier gepackt, damit das alles hier nicht mit meinen alltäglichen Sachen vermischt ist. Wir haben mittlerweile 17 Uhr. 10. Ich habe immer noch die Bücher hier nicht ausgeräumt, dafür ein sehr cooles, aufwendiges, also halt ein neues Format von TikTok, was ich ausprobiere. Vielleicht lade ich das eigentlich heute hoch und dann, wenn es ankommt, weiß ich ja, was morgen zu tun ist oder die Tage. Wenn man das hin und her schiebt, wenn man sich denkt, so, ja, das hebe ich mir auf, dann weißt du ja im Prinzip nicht, ob es irgendwann mal ankommt. Genau, jetzt gehe ich raus, weil ich war nicht mal draußen heute. Und dann, vielleicht komme ich dann dazu, die Bücher endlich aufzuräumen. Ich habe hier vorne mal so einige Bücher aussortiert, damit ich, wie ich schon vorher gesagt habe, Platz habe. Also die alle haben ja natürlich jetzt nicht hier reingepasst, sondern die waren da überall. Es ist kalt und ich hasse sowas, nicht im Sommer, also eigentlich ist ja schon Frühling, aber trotzdem ist es kalt. Dass man jetzt eine Jacke anzieht, aber es ist trotzdem kalt, ohne und rüber zu werfen, sieht halt scheiß aus. Dann war das vorher so, ich habe ja jetzt 3 Termine fürs MRT. Ich komme durcheinander mit diesen ganzen Überweisungen, mit diesen ganzen Ärzten, weil ich habe ja auch für verschiedene Stellen des Körpers Überweisungen und auch manchmal für die gleiche Körperstelle 2 verschiedene Überweisungen. Und die schicken dich auch intern hin und her und ich bin wirklich verwirrt. Mit den MRT ist es halt bei uns in der Stadt schwierig, also ich denke mal überall so, aber ich hatte den ersten mal relativ schnell bekommen nach ein paar Tagen. Und hier bin ich extra, das habe ich auch erzählt, in die Praxis gegangen, damit sie mir einen Termin ausmachen. Das war der erste Termin. Dann haben die gesagt, ja, gehen Sie zu dem, der Ihnen die Beweisung geschrieben hat, vielleicht klappt es da. Dann haben die von dort aus auch einen Termin gemacht. Und dann habe ich online bei dieser Ärzteseite nachgeguckt, dieser, wo man Termine buchen kann, überall, für entsprechende Gebiete. Und da haben wir einen schnelleren Termin gefunden, der zwar nicht bei uns in der Stadt ist, aber halt, keine Ahnung, 50 Kilometer entfernt, wo Alosche gelebt hat. Genau, da habe ich mir auch einen Termin gebucht. Das heißt, ich hatte jetzt 3 Termine für diese eine Sache. Dann habe ich jetzt bei der Hotline angerufen, der hat gesagt, nee, da steht nichts drin. Und dachte ich mir so, scheiße, MRT kostet ja halt richtig viel Geld. Sowas, wenn ich das da halt dann zahlen muss, weil ich nicht gekommen bin und so. Dann habe ich nachgelesen, man zahlt nicht für verpasste Termine, aber MRT kriegt man ja nicht so schnell. Also kann es schon sein, dass sie dann irgendwie Ausfall an Personal haben oder Kosten. Und dann habe ich nochmal eine andere Nummer. Also ich habe diese persönliche Nummer angerufen. Nee, ja genau, da war da irgendwie so ein Knistern. Und dann habe ich, da kann man so, wenn man Anregungen hat, Termine vereinbaren oder halt Wünsche, wenn jemand nicht dran geht, dann habe ich halt geschrieben, dass sie den Termin stornieren sollen. Dann haben sie gesagt, ja, wir haben den storniert, aber wir haben gesehen, sie haben noch Termin da und da bei Löscher Stadt. Buchen Sie den nochmal, bestätigen Sie Ideen, damit er bestätigt ist. Aber ich habe den schon bestätigt. Und jetzt ist halt die Frage, ob sie das nochmal sozusagen rausgenommen haben und ich das nochmal bestätigen muss. Aber ich habe schon die Bestätigung bekommen. Leute, ich kann nicht mehr. Ah ja, also den mir der Neurologe also gemacht hat, also praktisch den zweiten Termin, der gebucht ist, den kann ich jetzt noch nicht stornieren. Der wäre eine Woche früher als der, den ich persönlich gemacht habe. Aber wir wissen halt nicht, wer frei haben wird oder ob jemand frei haben wird, um mich dahin zu fahren. Und alleine werde ich da nicht hinfahren, also keine Ahnung, 40 Minuten in eine Richtung oder so. Vor allem mit meinem Fuß, vielleicht eine Stunde oder so. Bis man da hingeht, ist ja auch bestimmt nicht direkt an der Haltestelle. Deswegen gar keinen Bock, auch noch dort zu warten. Die Untersuchung ist halber Tag weg. Und mit dem Auto, keine Ahnung, 20 Minuten. Deswegen, wenn man dann Bescheid weiß, vielleicht eine Vorwoche früher, dann könnte ich den alten Termin stornieren. Aber die haben auch, ja, ich glaube, die haben 2 Wochen Unterschied. Boah, keine Ahnung, Leute, ich komme nicht mehr hinterher.
Ich habe ein paar unnötige Runden gedreht und gehe jetzt wieder nach Hause, weil es tröpfelt auch. So Leute, wunderschönen guten Tag. Ich war heute einigermaßen produktiv. Also das ist am Morgen für mich immer so eine Überwindung, mich fertig zu machen, keine Ahnung. Und vor allem bei dem Wetter und wenn man eh nichts vorhat, dass man zu Hause bleibt. Aber ich will mich dann immer fertig machen. Ich habe es endlich geschafft, das hier alles hier rüber zu bringen. Der Rest, ja, das ist Sache, ich habe das jetzt mal raus und jetzt habe ich wirklich die Sachen drauf gelassen, die ich jetzt haben möchte. Dann mal gucken, vielleicht gehen wir raus. Ich war vor ein paar Tagen richtig komisch drauf, weil ich mir halt so alte TikToks angeguckt habe, sogar vom letzten Jahr. Da sah ich irgendwie komplett anders aus und dachte ich mir so, also manchmal ist es ja so, man macht genau das Gleiche. Es ist nichts passiert, aber heute sieht man anders aus als gestern. Und letztes Jahr sah ich auch irgendwie anders aus, keine Ahnung. Das normal ist. Ich habe mich jetzt nach draußen abgezwungen. Viel werde ich jetzt nicht spazieren können. Es ist ja eine halbe Stunde 19 Uhr. Und ich habe keine Kraft. Und draußen ist es irgendwie komisch. Mal regnet es nicht. Aber ja, ich gehe ein bisschen. Ja, wir haben die Tür auf und irgendwie Sonnenstrahlen. Ich bin zurück und spazieren draußen. Es ist jetzt nicht wirklich gerade viel zu filmen. Eigentlich immer die gleichen Runden. Und, Moment, ich wollte was erzählen. So habe ich hier gerade diesen schwarzen Rollkragenpullover an. Also kein Pullover, sondern so ein Sweater. Leichter. Und ich habe tatsächlich heute gedacht, ich ziehe das an und ziehe das nie wieder an. Das ist bei mir ein bisschen so, wenn mir eine Sache einigermaßen gut gefällt. Oder manchmal zieht man einfach eine Sache an und merkt danach, dass man das nie wieder tragen wird. Oder manchmal schon davor, wenn man vielleicht gerade nichts mehr anderes hat oder ich denke, es sieht ja gar nicht so schlecht aus oder so. Aber die Qualität ist nicht gut oder es sitzt nicht so richtig oder wie auch immer. Aber jetzt weiß ich, dass ich diese Sache halt einfach so oft tragen werde. Weil ich habe vor ein paar Wochen, es war eigentlich schon vor einem Monat, mehr als vor einem Monat, wo ich meine Urkunde abgeholt habe. Glaube ich, war das genau. Auf jeden Fall habe ich dann eine Frau gesehen, ein Mädchen, die sah halt einfach so gut aus. Und die hatte so einen schwarzen Rollkragenpullover mit einem Mantel an. Und ich fand einfach, das sah so gut aus. Und es ist ja auch so klassisch und kann man jeden Tag anziehen, weil es einfach so basisch ist. Und ich hatte diesen Rollkragenpullover danach Tage im Kopf. Ich konnte ja nichts mehr anderes denken. Ich dachte so, ich muss einen finden, aber ich habe nirgendwo einen gefunden. Auf keinen Online-Shops. Auf keinen gebrauchten Warenschubs, nirgendwo. Und dann hat sich das irgendwie aus meinem Gehirn verbannt. Ich habe es vergessen. Und als ich das gesehen habe, das hat meine Oma mir gegeben, dachte ich, ja, ganz normale Pullover. Und jetzt, wo ich das angezogen habe, habe ich gemerkt, das ist das, was ich die ganze Zeit wollte. Ich glaube, meine Oma hat das für sich selber gekauft und es war jetzt so klein und es hat nicht richtig gepasst. Und dann hat sie es halt mir gegeben, Leute. Ihr wisst nicht, wie glücklich ich bin. Ich habe diesen Sweater manifestiert. Also, wenn es mit einem Mann genauso schnell gehen würde und effektiv, wäre auch toll. So, das mit dem anderen Zeug, was ich hier ausräume, werde ich morgen machen. Ich hoffe nicht so viel am Tag. Und genau, mit dem Buch, was ich fertig lesen wollte. Ich habe es, glaube ich, nicht gesagt. Gestern habe ich das wieder zurückgelegt auf ein Bücherregal, weil ich es fertig gelesen habe. Also, an sich habe ich das Buch... Also am Anfang, ja okay, ich habe schon mal ein Buch von ihr gelesen und es war relativ okay. Und dann habe ich halt ein zweites geholt, weil es halt auch überall reklamiert wurde, auch auf TikTok und so weiter. Und also ehrlich gesagt habe ich, glaube ich, nur so eine für mich passende Sache rausgeholt, die mir geholfen hat. Und alle anderen Sachen, so zwei, drei Sachen, beziehungsweise ich kann mich eigentlich nur so an so eine grobe Sache erinnern, weil das andere war halt mehr oder weniger zusammenhängend. Das hätte man sich aber auch selber denken können, wenn man sich so ein bisschen damit befasst hätte, aber das ist halt nochmal so ein bisschen wissenschaftlich belegt worden anhand von Beispielen und so weiter. Aber an sich nur eine Sache von 500 Seiten habe ich mir rausgeholt, alles andere habe ich mehr oder weniger überflogen, weil es einfach so Gelabere ist und das mag ich halt nicht, deswegen werde ich wahrscheinlich keine weiteren Bücher mehr von ihr holen. Und, genau, bei den letzten drei Kapiteln habe ich das einfach... Ich wollte das einfach fertig haben und ein neues Buch anfangen, weil
ja, irgendwie ist es dann so, du denkst dir so, okay, ich habe fast das ganze Buch gelesen und da fehlen vielleicht, keine Ahnung, noch ein paar Seiten und dann willst du das nicht komplett so beenden, weil es dann nicht beendet ist. Weil du dir vielleicht auch denkst, ja, vielleicht kommt da jetzt irgendwie was Wichtiges vor und dann habe ich es überflogen und ja, endlich weggeräumt seit einem halben Jahr oder so. Ja, jetzt muss man sich noch dabei zwingen, Neues anzufangen und es dann auch irgendwie zu lesen.